Johannes, wir haben gerade die Debatte zu Atom hier beendet. Die ist natürlich noch nicht vorbei. Was kann NRW für den Atomausstieg machen und was macht diese Landesregierung schon in Sachen Energiepolitik? Das Verrückte im Moment ist, dass wir zwei Monate schon diskutieren, aber die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung immer noch nicht klar sortiert ist. Wir haben keine Ansage, was denn wie kommen soll. Ausstiegszeitpunkt, das erneuerbare Energiengesetz, Kraft-Wärme-Kopplung, all das ist nur sehr schemenhaft zu erkennen. Und wir in Nordrhein-Westfalen, wir machen da Dampf. Wir stellen Anträge im Bundesrat, wir sagen, wo ungefähr die Richtung hingehen kann. Und das setzt schon die Bundesregierung unter Druck. Wir versuchen da auch Verbündete zu finden in anderen Bundesländern. Und gestern zum Beispiel bei Umweltministerkonferenz, da haben wir dem Bundesumweltminister gesagt, dein erneuerbaren Energiengesetz, dein Entwurf, der nur die Großen bevorzugt, der muss vom Tisch. Und da hat er gesagt, das ist machbar. Und du als erster Klimaschutzminister hast da ja auch schon ein paar Sachen angepackt. Was passiert denn da in der nächsten Zeit? Wir wollen, dass wir endlich vom Windkraft verhindern hin zum Windkraft ermöglichen kommen. Und das heißt, wir brauchen einen neuen Erlass. Der ist so gut wie fertig. Mitte Juni, denke ich, geht der raus. Wir sind in den letzten 5 Jahren deutlich hinter anderen Bundesländern zurückgefallen. Nordrhein-Westfalen hat da was verloren, weil es hier eine Landesregierung gab, die das versucht hat zu verhindern. Und jetzt müssen wir es ermöglichen von jetzt 3% beim Strom wollen wir auf 15% 2020 aus Wind kommen. Und das geht auch, glaube ich, ohne dass wir viel, viel neue Anlagen zubauen. An der einen oder anderen Stelle wird das nötig sein. Aber das ist nicht das Einzige. Wir wollen stark werden bei der Gebäudesanierung. Da müssen wir von 1% auf 3% im Altbestand. Wir wollen auch in die hochmoderne Kraft-Wärme-Kopplung rein. Dazu brauchen wir ein bisschen Unterstützung der Bundesregierung. Da steht jetzt alles an. Insofern sind die nächsten 3-4 Wochen sehr dicht. Und da kann was gelingen. So eine Leitbotschaft, Leitentscheidung auch für die nächsten 30, 40 Jahre. Es kann aber auch sehr viel schief gehen und deshalb müssen wir da hart dran arbeiten. Super, vielen Dank.